Das mag ich zum Beispiel auch in Need for Speed Most Wanted. Ja, das habe ich auch. Komplett durchgespielt einmal. Und einmal habe ich mir ein Self-Game runtergeladen mit komplett gescheateten Sachen und das ging auch richtig ab. Aber er kann mich durchgespielt haben, mache ich sowieso immer. Erst durchspielen und dann cheaten. Ja, also im Durchspiel, also wenn du es spielst, dann also es macht dann keinen Fun, wenn du mitten im Game nur cheatest. Das ist genauso bei Minecraft, also wenn du da mal spielst und dann cheatest, dann kannst du nicht mehr aufhören. Mhm. Vor allem ist es auch ein Server, aber irgendwann hast du einfach auch keinen Bock mehr im Server zu cheaten, weil einfach langweilig wird. Ja. Wie lang sind die Credits, ey? Ist noch teilweise kurz und es ist so Creed. Also gegen. Es ist ein Creed. Hab ich auch ein paar. Ich habe jetzt alle drei Teile außer Brotherhood. Habe ich alle durchgezockt. Und? Ja, es war recht spannend. Also ich fand's gut. Ja, sowas wie Jump'n'Run und sowas kann ich überhaupt nicht spielen. Das ist mein großes Problem. Kann ich nicht machen. Ich habe mal Just Cause 2 mir mal runtergeladen für den Fünfer. Aber ich spiele es auch nicht mehr, weil es ist mir einfach zu viel hin und her gehüpfe und hin und her gelaufen. Das kann ich einfach nicht ab. Das hasse ich. Es ist in Revelations, finde ich halt richtig geil. Also in Assassin's Creed Revelations. Da gibt es halt diese Seilbahn, ne? Mhm. Das finde ich richtig lustig, vom einen zum anderen Haus mit der Seil. Mit diesem Seilhaken da zu rutschen. Und du kannst da auch runterspringen und eben. Also. Das ist. Also richtig cool. Und da gibt's auch diesen dicken Turm, kannst einfach runterspringen. In einer Quest musst du sozusagen deine Freundin vom Erhängen retten. Oh, nicht schlecht. Und die haben erstmal sozusagen genau gleich angezogen und die sozusagen die gefaked und auf den Turm geschleppt. Okay. Und oben war halt eben die, das war gar nicht die. Und dann haben sie gesagt, ha, jetzt kannst du die nicht mehr retten. Bis schon zu spät. Und dann musst du eben im Fallschirm runterfliegen. Aha. Also das fand ich ganz lustig. Und du musst halt auch in so Feindgebiete mit, was weiß ich, 300 Wachen und du darfst nicht entdeckt werden und so. Also Leute, wenn ihr jetzt in Assassin's Creed Let's Play haben wollt, dann wendet euch ganz einfach an den Beuerer per PN über unseren Kanal einfach anschreiben und dann meldet er sich auch bei Assassin's Creed. Vielleicht will er es Let's Playen. Ich meine so, er hat das gesagt. Dass er das spielen will, da Max. Der hat sich ja COD1 gekauft, wa? Mhm. Auf gekloppt. Der will jetzt unbedingt spielen, ey, weil COD ist COD1 sozusagen der Anfang der Ära der Ego-Shooter, ist einfach so. Ich habe mal COD2 angezockt. Habe ich mir irgendwie runtergeladen, auch vom Kumpel bekommen. COD2 angezockt, Singleplayer, keinen Bock mehr gehabt. Ja, so MW2 ist schon ganz lustig. Erstmal bisher in so einer Trainingsbase sozusagen. Ja, die ist geil. MW2 habe ich durchgespielt, zweimal, das ist richtig geil. Also am Anfang das mit dem Eisberg hochklettern, das ist richtig geil. Also ich bin da zwar dreimal runtergeflogen, weil ich es am Anfang nicht so ganz geblickt habe, aber dann habe ich es gecheckt und dann hat es richtig Fang gemacht. Was denn? Am Anfang das Ding hochkrabbeln oder was? An der Leiter? Den Eisberg. Eisberg. Ja, der kommt in MW2, ist da so, ich weiß nicht wo, es ist Russland oder irgend so. Da musste dann einen Eisberg hoch und eben in der ihre, ja, Basis unten so einen Teil besorgen. Ja. Ja, und das ist eigentlich ganz okay, das einmal. Also MW2 finde ich vom insgesamten her besser und am besten. Ja, aber Multiplayer, da ist halt manchmal so Spawn-Trap-mäßig. Was, aber sonst. Ich also halt MW2 so, finde ich vom Singleplayer am besten von den ganzen COD-Reihen her. Ja. Wobei Black Ops, muss man sagen, auch nicht besonders schlecht ist. Das gefällt mir auch recht gut. Lol. Aber MW3 haben sie richtig viel Scheiß gebaut. Den Singleplayer und Multiplayer, finde ich, haben sie komplett verkackt. Vor allem Multiplayer. Ja. Also. Da hätten sie um einiges mehr gemacht. Letztendlich haben sie bloß die Grafik ein bisschen optimiert und den Kram von MW2 kopiert.
Wann haben sie keine richtige Farmers drin gelassen? Das regt mich immer noch auf. So langsam, meine Lieben, könnt ihr doch mal die Credits zu Ende laufen lassen, oder? Die Credits sind bei mir schon zu Ende und war ich schon in diesem Raum und das sind jetzt, was weiß ich, schon 9 Polizisten oder sowas gestorben. Alma war bei dem schon und danach, naja. Ich will mal den Credits, warum dauern die so lange? Ich weiß nicht. Hast du irgendeine Taste gedrückt? Ich hab nichts gedrückt. Ich bin jetzt schon bei ich bin schon wieder draußen jetzt. Jetzt bin ich auch draußen. Jetzt hab ich's auch geschafft, die Dinger. Verbindung zu klein, Seite verloren. Geil. Ja, wollen wir gleich mal Multiplayer anzocken? Dank dir ist mir gerade eben eine Aufnahme abgestürzt, du Arschloch. Voll das Aufnahme komplett versaut. Nee, oder? Ja. Aber egal, Leute, das war's von Let's Play 4-3 und wir sehen uns dann irgendwann bei einem anderen Let's Play wieder. Und tschüss.